herzlich willkommen zu meinem dritten Video zum Thema Religionskritik. Heute erzähle ich euch in einem kurzen Video etwas über den deutschen Philosophen und Anthropologen Ludwig Feuerbach. Feuerbach kam am 28. Juli 1804 in Landshut, das ist eine Stadt in Bayern, zur Welt. Sein Vater Paul Johann Anselm von Feuerbach war ein hochangesehener Rechtsanwalt, welcher unter anderem die Folter in Bayern abschaffte. Ludwig stammt also aus einem gebildeten Haushalt, wodurch er schon früh aufgrund der Bekanntschaften des Vaters mit intellektuellen Menschen verkehrte. Er besuchte das Ansbacher Gymnasium von 1817 bis 1823 und studierte daraufhin 2 Semester Theologie in Heidelberg. Dort ist er aber von den Inhalten der Vorlesungen dermaßen enttäuscht gewesen, dass er zur Universität in Berlin wechselte. In Berlin wurde er von dem bekannten deutschen Philosophen Hegel unterrichtet und entdeckte die Philosophie für sich. Schließlich wechselte Ludwig zur Philosophischen Fakultät und promovierte in Philosophie im Jahre 1828. Die erhoffte akademische Karriere blieb für Feuerbach jedoch aus. Der Grund war die Veröffentlichung seines ersten Werkes »Gedanken über Tod und Unsterblichkeit« im Jahre 1830. Dieses Werk hatte Feuerbach zwar bewusst anonym veröffentlicht, jedoch führten die religionskritischen Inhalte zu polizeilichen Ermittlungen und schließlich auch zu dem Verbot seiner Schrift. Als im Jahre 1838 und 1839 weitere seiner Werke der Zensur des Staats aus denselbigen Gründen zum Opfer fielen, kehrte Feuerbach seiner akademischen Laufbahn endgültig den Rücken zu und begann an seinem bekanntesten Werk, Das Wesen des Christentums, zu arbeiten. Feuerbach setzte sich dafür intensiv mit dem Wesen der Religion auseinander, indem er diese nicht versuchte, rational zu entkräften, sondern das Phänomen der Religion aus einer anthropologischen Sichtweise zu betrachten. Seine Projektionstheorie war revolutionär und veränderte das Religionsverständnis der Religionskritiker grundlegend. In seiner Lebzeit folgten weitere Werke zum Thema Religion, aber auch mit dem Idealismus und Materialismus sowie politischen und ideologischen Strömungen setzte sich Feuerbach auseinander. Des Weiteren unterstützte Feuerbach sowie viele Intellektuelle seiner Zeit den Gedanken eines deutschen Nationalstaates mit Pressefreiheit, Menschenrechten und Verfassung. Er kritisierte öffentlich die Restaurationsversuche in Europa nach Napoleons Herrschaft, also die Versuche der Monarchen, die Machtverteilung Europas wie vor Napoleons Herrschaft wieder einzuführen. Nichtsdestotrotz spielte Feuerbach nie eine aktive Rolle in den Bemühungen der Märzrevolution, sondern äußerte nur seine Enttäuschung, als diese scheiterte. Ludwig Feuerbach starb mit 68 Jahren in seinem Zuhause in Nürnberg. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.